Chroniken von Tandrien. Yay, wir haben es ins Rebellenkönigreich geschafft. Nachdem wir halt Mondheim geschafft haben. Und wir dürfen wieder Rovin spielen. Willkommen am Fuße der großen Mauer. Im letzten Moment habt ihr die schneebedeckte Einöde des Vulkans überwunden. König Kondarin hat bereits einen Belagerungsring um unser stolzes Bollwerk gezogen. Meine Wächter halten nicht mehr lange stand und seine gierige Hand greift bereits nach dem vergessenen Königreich jenseits der großen Mauer. Nur durch euer beherztes Eingreifen ist das Land noch zu retten. Besiegt Kondarin ein für alle Mal und erlangt Zugang zum vergessenen Königreich. Befriedet das wilde Land, indem ihr euch der Willen der Heiden und der Einsiedler des vergessenen Königreichs annehmt. Legt den Grundstein für einen sicheren Zufluchtsort, einen Hafen des Friedens und der Freiheit. Gründet euer eigenes Rebellenkönigreich. Schaltet auf dieser ausgedehnten Karte mit 29 Sektoren 5 neue Erfolge frei. Entdeckt die Bastion der großen Mauer, die Festung der Wilden, den Steinkreis und den Erdrutsch. Verzacht euch Zugang zur Kanonengießerei, der Wassermühle, der höllischen Mine und nutzt sie zu eurem Vorteil. Dann starten wir mal. Letzte Mission. Mal sehen, was uns erwartet. Rebellenkönigreich. Jakob der Wächter, willkommen am Fuße der großen Mauer. Im letzten Moment habt ihr die schneebedeckte Einöde des Vulkans überwunden. König Kondarin hat bereits ein Belagerungsring um unser stolzes Bollwerk gezogen. Meine Wächter halten nicht mehr lange stand und seine gierige Hand greift bereits nach dem vergessenen Königreich jenseits der großen Mauer. Nur durch euer beherztes Eingreifen ist das Land noch zu retten. Ja, ihr müsst uns eine Atempause verschaffen. Und Kondarin aufhalten, bevor er eine Bresche in die große Mauer reißen kann. Packt seine Belagerungsarmee in Brücken und bringt seine Offensive zum Erliegen. Wer bist du denn? Theobald, der Taktiker. Okay. Besiegt Kondarins Belagerungsarmee am Fuß der großen Mauer. Verbleibende Zeit. Das wäre die da, oder... die da drüben. Oh, jede Menge Punkte auf jeden Fall. Wenn ich das aber richtig sehe, ist hier überall nur Ödnis. Also ein bisschen Zeitdruck haben wir. So, Metzgereien, Steinmetz, Werkzeugmacher nach Bedarf. Thank you.
Gebäude werden errichtet, das ist gut. Waffenschmied, jede Menge Metzger. Haben wir auch irgendwo schon einen Münzpräger? Sieht nicht danach aus, oder? So, zwei Münzpräger rein. Gehen wir gleich zum Angriff über. Tau Dark hat jetzt Truppen kaputt. Und reiben ihn schon mal zurück bis... Das ist die Bastion an der großen Mauer. Achso, die müssen wir schlagen, okay. Ja, sollte irgendwie machbar sein, hoffe ich mal. Hier gibt es noch mehr Gold, noch mehr Kohle und Steine. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Au, das ist nicht gut. Den Punkt hat er befestigt und seine Stadt, ja. Ich habe aber wirklich kein Territorium, wo fruchtbar ist, nicht wahr? Das hier wäre fruchtbar, aber hier ist alles voller Wald. Okay, beide Reiter sind endlich im Kampf. Okay, das wird echt interessant werden.
Was fehlt uns denn? Gold oder Waffen? Waffen fehlen uns gerade. Befestigung ausgebaut. Dass so viel Jagdwild hier gibt und ich eigentlich die bessere Verpflegung. Werkzeugmacherei. So, machen wir es so. Wir brauchen die Nahrung. Müssen wir nämlich irgendwie aufsparen. Neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Oh je, das... Ah, okay. Ich hab viel Reiterei, das könnte also doch noch sich ausgehen. Abgeblasen. Gut, dann erobere ich jetzt das Territorium. Wie viele Pferde habe ich noch? Keine mehr. Und ja, ich hätte viel früher alles auf bessere Verpflegung umstellen müssen, von Anfang an am besten. Und hätte mit den Punkten den Kasernenausbau freischalten müssen. Keine Belagerungswaffen. Ich starte die Karte nochmal neu. Sicher ist sicher. Dann gehe ich voll auf die Pferde, bevor ich irgendwas anderes ausbilde. Also hier 5, hier 10 Reiter. Die alle auf bessere Verpflegung. Stell dich auf Bedarf.